nicht nur ausschließlich, weil uns der Kameramann dazu gebeten hat, diese Position einzunehmen, sondern einfach, weil diese Lautsprecher zum Niederknien sind, haben wir jetzt mal statt in stehender Position uns hier so vor die Lautsprecher begeben. Wir kommen hier nun zum einem der absoluten Highlights im Loftsound-Programm. Was soll ich sagen? Die Superheil 5 Plus von Habeth, einer der unglaublichsten Lautsprecher im Verhältnis zu seinem Preis, ist eins der Teile, die uns hier im Laden jeden Tag unheimlich viel Freude, unheimlich viel Gänsehaut bereitet und immer wieder fasziniert, wie mit relativ einfachen, günstigen Mitteln ein so unfassbar natürliches, glaubhaftes, authentisches und Gänsehaut-Feeling-mäßiges Klangbild zu erzeugen ist. Das kommt nicht von ungefähr. Eine Superheil 5 ist sicherlich nicht für jedermann eine Augenweide. Die meisten Lautsprecher sind heute sehr schlank, sind lackiert, haben bestimmte Farben und Formen, sich der Landschaft anzupassen. Das sind Kriterien, die Habeth nie angestrebt hat. Habeth ist ein Hersteller, der aus dem Studiobereich kommt, der von Leuten der englischen BBC mitentwickelt wurde, wo sehr viele Profis im professionellen Bereich mitarbeiten, wo es darauf ankommt, authentische Musikwiedergabe natürlich wiederzugeben, authentisch wiederzugeben und nicht die Lautsprecher wie ein Möbel aussehen zu lassen. Und deshalb sehen die halt eben auch so aus, wie die Lautsprecher eigentlich in den 70er Jahren ausgesehen haben und da in den meisten Studios eigentlich heute auch noch aussehen. Die Besonderheit oder eine der vielen Besonderheiten der Habeth Lautsprecher ist der, dass man hier gar nicht versucht, das Gehäuse in irgendeiner Weise ruhig zu stellen, sondern Habeth baut Lautsprecher, die vom Gehäuse her abgestimmt sind wie ein Instrument. Man arbeitet ganz bewusst mit sehr dünnwandigen Gehäusen, die ganz bewusst halt mitschwingen, ganz kontrolliert mitschwingen, natürlich nicht unkontrolliert, sondern sehr bewusst schwingen, aber die natürlichen Klangfarben und Schwingungsmuster der Instrumente sehr, sehr authentisch wiedergeben können. Ein Riesenproblem der meisten Lautsprecher heute ist einfach, dass die Ausschwingphase der Instrumente eines Kontrabasses, das, was der Flügel halt in der Ausschwingphase macht, einfach völlig abkappen irgendwie. Da stimmt noch der Anschlag, da mögen die Töne stimmen, aber was die meisten einfach überhaupt nicht mehr können, ist diese Authentizität im Bereich, was macht ein Instrument, wenn so ein Klangkörper aufschwingt. Und das ist hier unvergleichlich gut fürs Geld. Die weitere Besonderheit sind halt eben die Membranen, die Habeth einsetzt, die selbst entwickelt sind. Da haben die sehr lange dran geforscht und haben da eine Möglichkeit gefunden, ein sehr natürliches Membranmaterial zu finden. Und was soll ich sagen? Also die Begeisterung für dieses Produkt kennt bei uns keine Grenzen. Dies ist preisunabhängig und das werden viele Experten bestätigen und auch viele Leute, die diese Lautsprecher zu Hause haben, einer der absolut besten Lautsprecher am Weltmarkt. Ja. Und das wirklich für bezahlbares Geld. Und daher natürlich auch einer der meistverkauften Lautsprecher in unserem Laden. Und die neue HL 5 Plus Version ist der Nachfolger der HL 5. Da sind einige Dinge geändert worden. Der Tiefmitteltöner ist überarbeitet worden. Das Gehäuse ist etwas überarbeitet worden. Die Frequenzweiche ist etwas überarbeitet worden. Der Lautsprecher klingt insgesamt offener noch, noch detailreicher, noch plastischer in den Höhen, präziser im Bass. Wir haben selber hier noch ein, zwei kleine Modifikationen vorgenommen, um das noch besser auf den Punkt zu kriegen. Und was soll ich sagen, wenn sie diese Optik nicht stört, wir haben auch Kunden, die finden das besonders toll, also ich finde es eigentlich auch sehr ansprechend, ich brauche nicht immer diese schlanken Dinger, ich finde ein Lautsprecher muss so aussehen, wenn ich einen Kontrabass kaufe, dann kann ich dem Verkäufer auch schlecht sagen, den hätte ich gerne in klein und lackiert und so ist das hier auch. Dies ist ein Instrument und kein Möbelstück. Und wenn Sie sich damit anfreuen können und wirklich der Musik sehr nahe kommen möchten, für relativ wenig Geld, dann kann ich Ihnen nur dringend ans Herz legen, sich diese Lautsprecher mal in unserem Studio anzuhören. Gänsehaut garantiert.